Der nächste Gruß geht an eine ganz besondere Frau. Mein Name ist Bert und meine Freundin ist schwanger und frustriert. Geh weg. Tolle Neuigkeiten, im Juni hauen wir endlich ab. Das Baby kommt auch im Juli. Nach Antwerpen. Ihr zieht 3000 Meilen weit weg von eurem Enkelkind? Das sind sogar mehr als 3000 Meilen, oder? Ja, ganz bestimmt. Wir müssen ja auch nicht hierbleiben. Aber wohin könnten wir gehen? Wohin auch immer wir wollen. Wo geht's eigentlich hin? Hast du nicht in den Reiseplan geguckt? Ich habe ihn dir in die Jacke getackert. Ah, ich glaub's nicht! Du bist ja sowas von fett! Das Rennen hat begonnen! Stille! Hey, Lowell! Früher hatte ich schöne Titten, oder? Aber die haben mich ausgesaugt. Jetzt hängen sie mir bis zu den Knien. Wollt ihr mal sehen? Was machst du da? Ich träume von Miami. Sie wissen schon, dass Sie ab dem 8. Monat nicht mehr fliegen aber dürfen. Aber ich bin doch erst im 6. Können Sie das nachweisen? Was? Nichts ist romantischer als Bahnfahren. Hey, weißt du was? Vielleicht sehen wir Büffel. Yeah! Yeah! Er ist wirklich ein Traum, Mann. Wir lieben uns doch ganz toll, oder? Ich werde dich immer lieben. Selbst wenn du so dick wie eine Tonne wirst. Selbst wenn du Monate brauchst, um dein Gewicht wieder loszuwerden. Wir haben ein Geschenk für euch. Bring das raus auf die Veranda. Noch ein bisschen weiter weg. Sie haben uns einen Buggy geschenkt. Sind Buggys was Schlechtes? Ich liebe meine Kinder. Wie könnte ich da auf die Idee kommen, sie von mir wegzustoßen? Buggy fahren, Kleiner? Liebling, hör darauf, Macht was dein Spaß. Herz dir sagt. Steig du auf, Mama, da und ein. Los geht's. Lass ihn raus, lass ihn raus, lass ihn raus. Mit den Ohren sieht er aus wie ein Sportpokal. Ich finde, dass wir nicht darüber sprechen sollten. So direkt vor dem Jungen. Ach Quatsch, der ist mit seinen Gedanken doch eh ganz woanders. Guck mal gut zu. Taylor. Ich könnte ewig so weitermachen.